Hallo, liebe Freunde der fernöstlich aufgehenden Sonne. Ich begrüße euch. Ja, wir sind auf dem Weg nach Jungholz. Etappe 1 sozusagen. Bin heute Morgen ganz früh aufgestanden. Um 5:45 schon. Und schon um 5:45 aufgestanden heute Morgen. Ganz komisch, aber wenn man sich genug Licht anmacht und so, dann wird man schnell wach. Und mal schön in die Dusche, dann geht das schon. Ich habe da lieber gerne mehr Zeit, aber am Ende wurde es schon wieder hektisch, weil ich zu lange gefrühstückt habe. Ich habe sagen, schreibe 40 Minuten gefrühstückt. Oder knapp 40 Minuten. Ganz schön hammerhart. Jetzt sind wir gerade in Michelstadt und hier beginnt unsere Tour. Und wir fahren eigentlich nur. Landstraße, Bundesstraße und so weiter. Autobahnen kommt nicht in Frage. Ja, wo liegt Jungholz? Könnt ihr mal selbst gucken. Das ist zwischen. Das ist bei Kempten. Also westlich von München, südwestlich. Genau, und jetzt sind wir gerade. Jetzt müssen wir noch mal kurz einen Abstecher machen zu den Kollegen. Zu den netten Kollegin hier vor mir mit dem süßen Zöpfchen. Was da aus dem Helm rauskommt. Da, süßes Zöpfchen. Ich hatte noch was vergessen. Und fahren wir noch mal kurz heim zu ihr und holen es ab, weil ich kenne das ja auch selbst. Ey, ist überhaupt kein Stress, Mann. Wir fahren jetzt und das Wetter sieht auflockernd aus. Das ist schon mal eine coole Sache hier. Ah, mit Frank ist immer gut lustig Feldweg fahren hier. Oh shit, das kommt eine gute Kurve hier, ne, dass ich aus dem Feld, aufs Feld durchschieße hier. Also, nur zur Information, wir sind noch nicht in Frankreich oder so. Wir sind noch im Odenwald. Da ist ein Friedhof vorbei, schön Krach machen hier. Ne? Also mal zur Info, vorne fährt weg der Frank mit seiner KTM, fährt normalerweise auch, also ist sonst immer Honda gefahren, ne? Und ich kenne ihn über Vertex Honda Forum da, haben wir irgendwann mal zusammen, hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal mitzufahren. Und ich habe ja auch schon mal, glaube ich, ein Video hochgeladen davon, als wir unterwegs waren. Boah, das sind ja echt die bösesten Hübel hier. Ja, und da hat man so kennengelernt, ne? Und noch ein paar andere Leute und die Heike, Franks Freundin. Ah, ich wünschte mir jetzt auch, ich hätte sehr so eine coole Textilkombi, die auch mal. Das ist halt mehr tourentauglich, die mal vielleicht auch mal so einen Regenschauer wegsteckt. Und so bist du halt gleich mit der Kombi, wenn es da mal wegschauert, bist du gleich pitch nass. Und dann kühlst du halt schnell aus, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Ich habe zwar auch Regenkombi dabei, aber ich will ja nicht für jeden Regenschauer die Kombi anziehen. Also nur wenn es dauerhaft länger regnet. Ich merke gerade, wir können vielleicht doch so einen kleinen Nierengurt brauchen. Ist noch schon kühl. Also als ich weggefahren bin heute Morgen, waren es 14,6 Grad draußen im Schatten. Ist ja nicht so pralle, schon die ganzen Tage. Und gestern auch war die ganze Zeit sehr kühl. Und ist eigentlich kein Lederkombi-Ausflugstemperatur. Guck mal. Oh, ist das schön ruhig hier. Oh, zack. Oh. Der alte Mann, problemlos aufgestiegen. Ja, ich hab's auch aufgenommen.
Ah, was ich noch erzählen wollte. Ah, jetzt kommt mir gerade wieder so ein Kackort. Ich habe neue Handschuhe. Tada! Wie der Gixergast sagen würde. Alpenstars. Genau. Sind recht leicht. Aber irgendwie glaube ich, hier ist kein Leder. Ich habe auf dem Dingsbums, also die sind hier, wenn ihr das seht, hier da ist so Perforation an den Handgriffen und hier oben ist so, so Verstärkung, ne? Sind sehr luftdurchlässig, also sind schon sehr, da schwitzt nichts. Gut, im Moment ist es auch sehr kalt, aber hallo. Ansonsten bin ich zufrieden, haben glaube ich 70 Euro gekostet, also schon ein ganz schön Haufen Geld. Und auf der Packung habe ich halt, wenn man reinschaut, wenn man in die Handschuhe reinschaut, da ist ja so ein kleiner Zettel, wo drauf steht, was aus welchem Material der Handschuh gemacht ist. Und der, da stand nichts mit Leder. Also ich glaube hier, das sieht aus wie Leder, das ist aber gar kein Leder, das ist irgendwas anderes. Deswegen, ich hatte noch so Held-Handschuhe, die waren aus Känguru-Leder, aber die waren, die waren in meiner Größe, waren nur noch eine Größe da. Und die waren mir irgendwie zu klein, obwohl das eigentlich meine eigentliche Größe ist. Und da habe ich mich nicht drin wohlgefühlt, die waren voll eng und ich habe ja immer die Hand so geschlossen. Eigentlich um den Griff und da haben die voll gespannt und die soll ja für längere Zeit gemütlich sein, habe ich mir gedacht, nehme ich die hier für 70 Euro, die waren alle, die anderen waren auch so teuer, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass nur weil da innen drin jetzt kein nichts mit Leder drin steht, also es sieht so nach Wildleder aus, ich weiß nicht, nicht, dass das, wenn man stürzt, gleich reißt, aber ich Alpenstars, ich würde Alpenstars schon zusichern, dass die da jetzt keinen Scheiß bauen. Ist ja schon eine bekannte Marke, aber wie gesagt, ne, kann man ja nicht wissen. Man müsste sie erstmal hinlegen, um es zu erfahren. Ja, aber das, oder mal dran rumrubbeln. Aber dann sind sie ja kaputt. Und dann kann ich wieder neue kaufen. Das ist ja scheiße. Ja, die sind auch nur so halb offen, die haben keine Stulpe. Ich mag das halt nicht so, wenn das Stulpenzeug da über den Arm geht. Das mag euch ja gefallen. Aber ich mag gerne meine Hose über dem Schuh und nicht im Schuh. Und meine Jacke über dem Handschuh. Ne? Ja, zum Thema Blitzer. Ich könnte jetzt einfach nonstop quaken, aber das hat ja alles keinen Sinn. Wir warten jetzt erstmal. Genau. Ich quake jetzt erstmal nicht. Bis später. Ja. Jetzt fahren wir hier hinter so einem komischen. Ach Quatsch, oh, ist ja schon der Vergangenheit. Wir fuhren hinter so einem komischen Wagen hinterher. Oh, hier ist gefährlich. Hier ein bisschen vorsichtig Obacht geben, weil hier so Ausfahrt und lange gerade, wo lang irgendwelche komischen Autos langfahren, wie da gerade, Traktoren, und das ist dann eine Scheiße. Weil die gerne überholt werden und wenn die Autos oder was auch immer ausscheren, so, dann kommen die auf deine Spur. Ah, jetzt sieht man, jetzt merkt man, dass die Handschuhe frische. Die sind frisch. Ja. Oh. Krass, vielleicht gibt es ja auch so eine coole Gruppe, die gerne die Koffer oder Taschenschleife oder sowas. Die so schräg fahren, dass die Taschen schleifen. Das ist bestimmt, das werden dann die Hardcore-Tourer werden das dann. Hardcore-Sport. Geil, wir sind in Irland. Aus dem Wald raus, dann kommt sowas hier. Jetzt ist der Effekt schon weg. Da hinten ist das, oder wir fahren jetzt Richtung Südosten. Dann ist das
links davon, Westosten. Ja, keine Ahnung, muss es irgendein Funkturm in der Schattenburg sein. Ja, cool. Coole Aussicht war das dann mal. Ah ja, das kenne ich ja. So, diese Strecke will ich euch mal zeigen. Ist Richtung Amorbach. Ist eigentlich recht schön. Allerdings ist hier wird immer oft geblitzt. Ich habe es jetzt auch einmal schon gesehen. Und zwar kommt jetzt hier gleich irgendwie. Also hier ist nur 70. Ne? Ah, ich glaube nach der Kurve kommt's. Ja, oder? Ja, es dauert noch. Weil irgendwann fängt es hier an und dann gibt es in der Mitte, ist der Mittelstreifen weg und da ist ein Loch. Ich kann euch das jetzt gleich mal zeigen. Das kommt gleich. Und das ist echt heftig. Straßenschäden nennen sie es. Aha, okay. Hat er gerade zumindest gestanden, aber bis jetzt sehe ich durch Straßenschäden noch nicht. Also hier stand da irgendwo mal letztens die Polizei. Also es war hier links in so einem kleinen Feldweg, ging berghoch und da hat dann der Blitzer gestanden. Hat er auf der einen Seite hat er geblitzt und der andere hat halt zugeschaut. Mal ein bisschen vorne bremsen, hier ist ziemlich eng. So, jetzt kommt's, glaube ich. Achtung! Nee. Ist ja egal. Ah, hier war's. Hier. Nee. Ah, da vorne. Wenn hier rechts auch so ein Dings muss, dann war's da. Genau. Hier, ja. Also hier stand der Polizist und hat Richtung runter zu uns. Genau, hier. Was seht? Mittellinie nicht überfahrbar. Achtung, Rüttelstreifen hieß es. Haben sie jetzt auch neu gemacht hier. So ein Kack, guck dir das mal an. Stell dir mal vor, du musst auf die Mittellinie ausweichen oder sowas. Dann legst du dich auf die Fresse, verlierst deinen Kopf wegen so einem Scheißdreck. Die haben doch echt einen Arsch offen. Die machen die Fahrbahn mit Absicht unsicherer und denken dann dabei, sie würden was für die Sicherheit tun. Das musst du dir mal geben. Und diese Blitzerei, ich meine, ja. Was soll denn das? Also die Leute, die werden, also ich habe gestern da so einen Bericht gesehen mit den Blitzer-Dramas da. Ich finde ja eigentlich generell, das ist ja nicht schlimm, ja, wenn du da irgendwo blitzt und die Leute dann mit Geld bestrafst, dass sie zu schnell waren. Aber wenn dann so diese Argumentation kommt, von wegen, ja, wir tun das für die Sicherheit. Nee, dann sag doch, ja, wir wollen den Leuten ins Auswischen, dass sie das nächste Mal langsamer fahren oder sowas. Aber aktiv für die Verkehrssicherheit ist es doch, hat es überhaupt gar keinen Sinn. Weil, guck mal, du wirst geblitzt in dem Moment, wenn du zu schnell bist. So, also sprich, du fährst ja noch so schnell. Und was in der Zeit hätte alles passieren können. Also für die Verkehrssicherheit ist es eher nicht. Dann lieber von der Polizei, die Polizeileute dahinstellen und die Leute rausbringen. Also, ja, hier wieder so ein Rüttelstreifen, berghoch. Also für was denn? Guck mal, was wir jetzt machen, wir fahren drumherum. Ja, wir fahren um die Rüttelstreifen auf den weißen Streifen. So, nehmen wir an, es wäre nass gewesen. Super. Also wir haben die haben uns dazu veranlasst, unser Verhalten zu ändern. Aber nicht in die Richtung, wie sie es eigentlich vorhatten. Dass wir da langsamer lang fahren. Also, ich weiß auch nicht. Ich fahre nicht jetzt gerne zu schnell oder so. Also wenn hier jetzt in eine Ortschaft reinfahren, dann ist der Käse wieder gegessen. Ne? Nimm ich auch auf. Ja. Also ich bin noch nicht rechts gefahren. Ich würde sagen, kleine Kotz-Session ist jetzt auch beendet. Also es ist echt Wahnsinn, wie viel das Halstuch und die Sturmhaube ausmachen. Ich kriege um den Kopf gar nichts mehr vom Wind mit, außer die Geräusche und ein bisschen im Helm. Ne? Aber ich habe auch ein paar Klappen auf. Aber ansonsten ist es echt kuschelig warm hier gerade. Mal ein bisschen rauszoomen. Sehen wir vielleicht mal gerade irgendwo.
jetzt geht's gerade, jetzt kann man schnackeln. Ekelhaft. Spitzt mich hier voll. Das sind schöne Kurven. Schön allein so mit sich, wenn man hier so Motorrad fährt. Der Wind streift so am Helm vorbei. Man hört den Motor surren und die Kette zischen. Rundherum nichts außer Wald und Ebenen. Und dann fährt man wieder in so ein verlassenes, einsames Dorf, in dem keiner auf der Straße ist. Echt schön. Also man muss schon echt dafür, man muss das wollen. Ich glaube, es ist nicht jedem seins, so allein auf dem Motorrad sitzen. Erst zwar mit Leuten durch die Gegend, aber im Grunde bist du während dem Fahren allein. Windig. Also das ist mehr als nur Fahrtwind hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, aber für heute war kein Regen mehr gemeldet, nur wolkig. Ich hoffe, es bleibt so. Da unten bei Jungholz sind wir ja noch am Nordhang der Alpen und immer noch Einfluss von den Norddruckgebieten, die im nördlichen Teil von Europa sind. Ich denke, wenn wir dann erstmal die Alpen überquert haben und sind dann bei Bozen. Ich kann das ja mal einblenden, wie wir jetzt fahren. Das so, hier kann das sehen, hier oben rechts irgendwo. Da kann man, da blende ich das jetzt mal so ein und da sehen, wo wir langfahren. Also unser Hauptziel, also was heißt unser Hauptziel, also unser Etappenendpunkt, der Klausen, das ist in Italien, in Südtirol, ne? Glaube ich, Südtirol, ja. Und ja, von da aus fahren wir dann auch noch ein paar Touren. Was denn hier? Heißt Indelfingen der Ort. Hier kann man es mal sehen. Hier ist links. Nach Künzelsau. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Schlossstraße. Schlosshotel.
würde ich jetzt gerne einchecken. Also ich finde, das Motorradfahren hat ein bisschen was so von Formationsflug. Man kann halt sich auf der Straße so freier bewegen als mit einem Auto. Heißt, guck mal, ich kann den Abstand hier variieren zu dem Vordermann. Und kann mal links davon, mal rechts davon fahren und man kann so ein bisschen aufschließen und so. Das ist, finde ich cool. Vor allem, wenn man so zu zweit mit wenig, also mit ausreichend Abstand, aber trotzdem nah beieinander. Schwäbisch Hall sind wir schon. Okay, gut. Ah, coole Sache. Da wollte ich eigentlich eine schönere Pause machen. Weil ein treuer Zuschauer von mir da empfohlen hat, mir empfohlen, da mal die Altstadt anzugucken. Und das ist echt schön. Ich hab mal so ein paar Bilder angeguckt, sieht echt aus wie als wärst du bei mitten in Assassin's Creed. Voll abgefahren. Naja, wir gucken mal. Naja, wir müssen da jetzt auch nicht unbedingt durchlatschen, weil wir haben ja sehr viel Gepäck und so. Und na, ich weiß nicht. Also ich finde es auch mal ganz schön. Ach scheiße, jetzt wollte ich gerade anfangen zu labern. Na, ich wollte sagen, ich finde es mal ganz schön mit offenem Visier zu fahren, aber nur bei 80 oder so. Ja, komisch, halte ich direkt an, wo die Ampel rot ist, aber das hat einen Grund. Wir sind nämlich jetzt in Schwäbisch Hall. Und jetzt weiß ich auch, was SHA ist. Das ist nicht der tolle Algorithmus. Das heißt Schwäbisch Hall. Es geht weiter. Voll lustig. Ich war gespannt, ob der Frank da irgendwie jetzt dahin fährt oder so. Also ich könnte schon mal meine Banane essen jetzt. Mal so einen kleinen Energiezufuhr. Wir haben jetzt ja schon kurz vor 12. Aber ist ja wie erwartet. Wir waren schneller als der Motorplaner das gesagt hat. Hier irgendwo Pause machen? Ja? Hier fängt schon an, Haltstadt. Ha? Das sieht also so aus, okay? Hast recht. Sieht ziemlich danach aus, wie Assassin's Creed. Das ist ja Wahnsinn, das ist echt schön. Ah, hier wird neu gemacht. Ah, Schande. Uah, Landratsamt. Sieht aus wie die Software AG. Ah, ich muss euch demnächst noch die Software AG zeigen hier. Darmstadt-Eberstadt. Das ist ja eine richtige Festung. Boah. Gucken wir mal, ha? Hübsch, hübsch, hübsch. Ah. Ah. Also ich habe eingegeben Touristeninformationen. Das muss hier irgendwo sein. Das Beste ist ein paar. Wo? Ja. Ja, ja. Also nicht hier. Ich hab einen Rollstuhl hingedrückt.
Ja, wollen wir uns da auf diesen großen Parkplatz da oben stellen irgendwie, oder? Oder da unten, mir ist egal, ja. Halt auch nicht so, wir müssen jetzt auch nicht da die rumlaufen, wir haben ja hier Zeug. Gut, bei dir hast du nicht, also ich habe hier nichts Wertvolles drin, nur Klamotten. Ich eigentlich auch nicht. Ja, gucken wir, da vorne war ja schon Fußgängerzone, ne? Ja. Gucken wir, dass wir irgendwo anhalten. Boah, kommst du da draus? Hier? Okay. Ja. Gute Idee. Parkaktion ist vorbei. Noch alles schön aufgenommen. Tschüss.